So, dann reisen wir mal in das Gifgi-System. Hat jemand eine Batterie mit 6-Fach-Buchse gesehen? Nö, habe ich nicht. Hast du eine mit aufs Schiff gebracht? Nein, natürlich nicht. Ich habe da eine von in meinem Bein. Okay. Suvi, diese Frau auf der Nexus, sie ist die Witwe einer meiner Pilotinnen. Eine derjenigen, die sie für die Erkundung der Geißel ausgebildet haben? Ja, Zoes Frau war da draußen verloren. Und für eine andere Pilotin tut man eben das Richtige. Wie zum Beispiel dafür zu sorgen, dass ihre Witwe genügend Credits erhält. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Das Größte wäre, die Geißel ein für alle Mal zu besiegen. Ja, das haben wir vor. Gifgi-System. Das ist schon hier, ne? Gifgi, ja. Des Archons stimmen, ist das hier das System. Meridian müsste hier irgendwo sein. Wahrscheinlich im Nebel. Meridian da, was ist das? Sonde unterwegs. Anomalie gefunden. Gehen wir am besten mal dahin, wo wir hin sollen. Und hoffen, dass wir auch da was finden, was wir finden wollen. Das ist es. Das ist Meridian. Oder Key to Sierra, wie die Cat es nennen. Sieht aus wie eine gigantische Raumstation.
das taktische Ding mit. Und das Teil, okay. Ich aktiviere Ghost Storm. Auf mein Zeichen. 3, 2, jetzt! Feindliche Signatur entdeckt. Verfolgung aufnehmen. Hager, es funktioniert. Ein Haufen Cats sind unterwegs. Wir ziehen uns zurück. Jetzt sind sie dran, Tempest. Wir sollten sie so nah wie möglich daran bringen. Die Werte sind enorm. Vielleicht eine Art Kontrollzentrum. Ich sehe keine Landestelle. Das wird schwierig. Wie schwierig? Ryder, ein Vorbeiflug ist unsere einzige Wahl. Ich gehe so tief wie möglich, aber Sie müssen über dem Zielgebiet aussteigen. Wir haben nur diese Chance, also riskieren wir's. Ist ja auch nicht Ihr erster Sprung, oder? Versuchen Sie einfach nicht so laut zu schreien. Das ist peinlich. Okay, Sie kennen das. Achten Sie auf Ihre Sinkrate. Den Rest erledigen die Schilde. Das sieht gut aus. Die Cat haben uns noch nicht entdeckt. Was sich allerdings definitiv ändern wird, sobald wir da hineinfliegen. Wir kommen schon klar. Bringen Sie einfach sich und die Tempest heil wieder raus. Verstanden. Allen gut? Keine Antwort. Wir müssen das Gebiet auskundschaften und rausfinden, womit wir es zu tun haben. Es gibt hier in der Nähe einige aktive Leitungen. Ihr Scanner müsste sie orten können. Es regnet. Wie kann das sein? Ich habe gelernt, die Relikte nie zu hinterfragen. So bleibe ich bei Verstand. Pathfinder, ich bin bei der Interaktion mit dieser Konsole auf ein komplexes Netzwerk gestoßen, das durch eine Kommandozentrale verbunden ist. Eine Zentrale? Soll das heißen, wir haben das Kontrollzentrum von Meridian gefunden? Höchstwahrscheinlich. Es ist allerdings inaktiv. Lassen Sie uns sehen, was es mit Meridian auf sich hat. Zuerst sollten wir das Zentrum finden. Pathfinder, was wir dort sehen, ist die Kommandozentrale, die ich entdeckt hatte. Genau wie bei den Monolithen und Gewölben ist auch die Zentrale mit den beiden benachbarten Türmen verbunden. Wenn wir also die Türme aktivieren, aktivieren wir dadurch auch die Kommandozentrale. Wie wär's mit einer Planänderung? Ich bin dafür, dass wir Meridian aktivieren. Und zwar jetzt. Und was machen wir mit den Cat? Wir haben erlebt, dass bei der Aktivierung eines Gewölbes auch ein Reinigungsfeld aktiviert wurde. Vielleicht ist es in Meridian ja ähnlich. Sehen wir uns mal an, was wir bei diesen Türmen so finden. Pathfinder. Durch die Interaktion mit dieser Konsole wurde ein Gravitationsschacht aktiviert. Mhm.
Da nimmt man einmal keine Brotkrumen mit. Sind Sie hungrig? Pathfinder, ich empfange Funkinterferenzen. Ein Cat-Signal. Alarm! Das Signal war nur ein Köder. Keta Sera wurde infiltriert. An alle Einheiten. Konzentriert euch darauf, den Pathfinder unschädlich zu machen und gefangen zu nehmen. Wir sollten uns bereit machen. Das klingt nach Ärger. Von mir aus. Dann mal los! Kett über uns! Wir sind völlig ungeschützt! Das Zeug sticht! Ja, das habe ich sehr schnell gemerkt. Sam, was denkst du? Ich erfasse heftige Wirbel aus Geißelenergie. An ihrer Stelle würde ich mich davon fernhalten, Pathfinder. Die Cat haben sich hier wirklich wie zu Hause gefühlt. Das ist ja wie in einem verdammten Wald hier drin. Wie schaffen sie es hier zu überleben? Feindliche Shuttle im Anflug. Es ist alles völlig überwuchert. Oh shit. Auseinandergenommen haben, um hinter seine Geheimnisse zu kommen. Weil herkömmliche Waffen und Reliktmaterialien nicht viel anhaben können, nehme ich an.
Reliktsignal geortet. Es könnte eine benutzbare Netzwerkknoten in der Nähe geben. Einem dieser Türme nähern. Um den Kern von Meridian zu erreichen, müssen wir beide aktivieren. Das ist ziemlich viel Kettausrüstung. Anscheinend haben sie hier ein Lager aufgeschlagen. Funktion. Wer ist das war erstmal der letzte. Ordentlich. So. Muss ich ran. So.
Gut, kommen wir weiter. Starten, wir haben alles. Oben nochmal gucken. Was ist denn ein Prototyp? Eine Pflanze. Solche Organismen schon gesehen. Auf Haval. Hat jemand einen Lichtschalter gesehen? Ja, hier. Was zum... Übersetze. Muster 1-3. Lebensfähigkeit 56,2%. Genetische Vorlage für Tests übertragen. Sie haben etwas mit den Angara gemacht. Es sieht aus wie Experimente, aber wir brauchen mehr Informationen. Was genau haben die da gemacht? Wir wissen noch nicht, was das hier ist, Jor. Wirklich? Letztes Mal, als wir sowas gesehen haben, haben uns nämlich die Cat in sie verwandelt. Sam, ich brauche eine Analyse. Es scheint, als wären diese Wesen keine Angara. Sie sind nicht mal am Leben. Das verstehe ich nicht. Sie sehen so... Die Reliktsprache bezeichnet diese Körper als genetische Vorlagen. Sie sind Entwürfe. Wie diese Pflanzen. Die Angara? Wir stammen von hier? Sie haben uns erschaffen? Wieso? Es sind noch nicht daran, wer sie sind. Schwierig. Aber vielleicht wurden die ja doch hergestellt, um irgendeine Aufgabe zu erfüllen. Vielleicht waren die Angara ja für eine Aufgabe gedacht, die nie erfüllt wurde. Und was bedeutet das für die Angara? Für mich? Das hier ist zu groß. Die Moschei, wir müssen ihr davon erzählen. Sie weiß, was zu tun ist. Meridian erschafft Leben. Aber der Archon könnte es auch nutzen, um alles zu vernichten. Wir müssen verhindern, dass es dazu kommt. Wenn wir die Steuerung von Meridian als Erste knacken, sorgen wir dafür, dass der Archon sie nicht benutzen kann. Alles okay, John? Falls Sie etwas brauchen, bin ich für Sie da. Ich komme schon klar. Es hilft mir zu wissen, dass ich Freunde wie Sie habe. Tja. Sie würden dasselbe für uns tun. Es gibt auf Aya Bäume, die diesem hier ähneln.
Vielleicht ist er ja ein Prototyp wie der Angara, den wir gesehen haben. Bei den Sternen. Das müssen Hunderte sein. Warum sind so viele davon hier? Ah, wie ein gruseliges Puppenhaus. Hier kommen wir nicht durch. Da oben ist eine Konsole. Ich hab die Tür aufgekriegt. Und noch eine Artefaktbox. Die sind hier überall. Okay. Die ganze Stadt erwacht wieder zum Leben. Die haben da unten ein Labor versteckt. Die ganze Stadt erwacht wieder zum Leben. So wie es sein sollte. Es frustriert und ärgert mich, dass dieser Ort so lange vor meinem Volk versteckt wurde. Thank you.
alle sehen, die du vernichtet hast. Weiter so! Wenn wir sie ausschalten, gehört uns Meridian! Das Gebiet ist sicher. Trigger ist mitnehmen hier. Wäre für die Angara ein Geschenk, wenn wir die Kette eliminieren könnten. Wir könnten so viel von ihm lernen. Was soll ich denn jetzt kriegen? Das kriegen wir schon hin, Jarl. Versprochen. Gut. Dieser Ort ist gewaltig. Wir sollten uns merken, welchen Weg wir genommen haben.